Großer Bahnhof bei der Firma Wang im Dülmener Industriegebiet Dernekamp. Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, stattete dem Dülmener Unternehmen einen Besuch ab. Eingeladen dazu waren Vertreter aus Wirtschaft und Politik, mit dabei CDU-Landtagskandidat Dietmar Panske. Also die CDU in Nordrhein-Westfalen hat 4 Schwerpunktthemen im Wahlkampf und die gelten dann auch nach der Wahl. Das ist einmal das Thema der inneren Sicherheit, das ist das Thema Bildung, also alles, was um Schule herum sich abspielt. Das ist das Thema Wirtschaft und das Thema Infrastruktur. Das sind so die 4 Hauptthemen und daraus lassen sich viele Schwerpunkte ableiten. An vielen Stellen muss es im Land besser werden, weil Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren leider an vielen Positionen einfach ein Schlusslicht im Ländervergleich ist. Schließlich ist es soweit. Kauders Dienstlimousine fährt vor. Geschäftsführer Markus Wang begrüßt den Politiker. Zur Einführung ein kurzer Film, dann geht es in die Produktionshalle. Markus Wang präsentiert unterschiedliche Produkte und Montageverfahren. Volker Kauder ist beeindruckt von der modernen Technik. Also ich bin da sehr beeindruckt, vor allem wenn man dann diese Produktionskiste da sieht. Später stellt er sich den Fragen der Anwesenden zu aktuellen politischen Themen. In Nordrhein-Westfalen steht für viele besonders das Thema Sicherheit im Vordergrund, weiß Landtagskandidat Dietmar Panske von seinen Bürgerbegegnungen auf Wahlveranstaltungen. Wir sagen ja auch schon seit längerer Zeit, dass wir mehr Polizeikräfte brauchen. Wir sehen das genauso erstmal, dass wir also bis auf 2300, das ist nämlich zurzeit die Ausbildungskapazitätsgrenze, bis dahin müssen wir gehen. Wir müssen aber auch weitere Ausbildungsmöglichkeiten schaffen. Und darüber hinaus hat die CDU gesagt, wir wollen im Jahr 2500 Polizeiverwaltungskräfte einstellen. Also das sind Leute, die zum Beispiel bei der Begleitung von Gefahrgut oder bei Radarkontrollen, bei solchen Tätigkeiten oder im Büro tätig sind, die also keine polizeiliche und hoheitliche Aufgabe wahrnehmen. Und die sollen die Polizei entlasten, damit die mehr tatsächlich in den Einsatz auf die Straße können. Also von den 4 Punkten, die ich eben gesagt habe, da können wir für den Kreis Coesfeld, hier für den ländlichen Raum, vieles ableiten. Also Schule ist hier ein Dauerthema, gerade das Thema Inklusion. Wir brauchen also hier auch ein wohnortnahes Angebot, gerade so im ländlichen Raum. Müssen Eltern die Wahlmöglichkeiten haben, auch ihre Kinder auf die Förderschule zu geben. Volker Kauder und Dietmar Panske erhoffen sich von der NRW-Landtagswahl ein gutes Ergebnis für die CDU, vielleicht sogar einen Regierungswechsel. Wir wissen, wie schwer das alles ist und dass Nordrhein-Westfalen nochmal ein anderes Kaliber ist als Schleswig-Holstein und Saarland. Das wissen wir auch. Trotzdem spüre ich bei meinem Koalitionspartner tiefe Verunsicherung und Irritation. Und bei der CDU Aufbruchstimmung und jawohl, wir könnten es packen. Und man kann nur sagen, da bin ich wirklich überzeugt, jetzt mal unabhängig von Parteipolitik, dieses Land, dieses große Land wird unter seinen Möglichkeiten regiert. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Gegen 12:30 geht es zum nächsten Termin. Für die Gäste war der Vormittag sehr informativ. Sie konnten allerhand Neues aus der Bundespolitik aus erster Hand erfahren.